Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, meine Güte. Mein Spaß. So, wir werden heute etwas sehr Geiles testen. Und zwar habe ich mal in meinem Video, als ich in Singapur die verrücktesten Produkte getestet habe, diese Pore Stripes hier ausprobiert und war mega begeistert. Die reinigen einfach die Poren und holen diese ganzen ekligen Mitesser da raus. Und mittlerweile habe ich auch einige DIY-Ideen dazu gesehen, wie man sich das Ganze selber machen kann. Und auch da waren viele Leute begeistert von. Ich wollte jetzt einfach mal einen Vergleich machen. Ein DIY Blackhead Pore Stripe Maske versus eben diese gekauften hier, die mich auf jeden Fall schon überzeugt haben. Wir werden das jetzt ausprobieren. Das Rezept, um diese Maske, um diese Pore Stripe selbst zu machen, ist eigentlich super einfach. Ihr braucht nur drei, eigentlich sogar nur zwei Zutaten, halt Dinge, womit ihr das anmischt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt mal an. Ich zeige euch, wie ihr die Maske zusammenmischen könnt und danach werden wir das beides mal ausprobieren und ja, los geht's! Also, um eure Blackhead-Maske selber zu machen, braucht ihr erstmal Kleber. Das sollte Kinderbastelkleber sein. Wenn dieses Symbol darauf ist, diese Warnung bitte nicht benutzen, denn dann ist es nicht gut für die Haut. Bastelkleber ist so hergestellt, dass er ohne Giftstoffe ist. Natürlich sollte man sich jetzt nicht dauerhaft Kleber ins Gesicht oder irgendwo hinschmieren, aber für die kurze Anwendung kann man das dann mal machen. Wir probieren es auf jeden Fall aus. Allerdings wisst ihr, ich habe schon mal sehr negative Erfahrungen mit Kleber in meinem Gesicht gemacht, als ich abziehbares Make-up hergestellt habe. Und das hat nicht so gut funktioniert. Das Video verlinke ich euch auf jeden Fall auch nochmal in der Infobox, aber jetzt erstmal weiter im Salat hier. Denn außerdem braucht ihr natürlich noch Kohletabletten. Das ist Aktivkohle in Form von Tabletten. Die gibt es in der Apotheke manchmal auch direkt als Pulver. Ich habe eben nur diese Tabletten hier gefunden. Und dann benutze ich noch ein paar Tropfen Minzöl. Das braucht ihr nicht, aber ich finde es einfach angenehm. Das überdeckt dann hoffentlich den Klebergeruch und gibt einfach nochmal so eine schöne Frische auf der Haut, wenn man sich die Maske aufträgt. Und das war es eigentlich auch schon an Zutaten. Und alles, was ihr jetzt machen müsst, ist eure Kohletabletten erstmal kleinstampfen, falls ihr nicht Pulver bekommen habt. Ich nehme dafür einfach einen ganz normalen Teller und zum Kleinstampfen der Kohletabletten benutze ich einfach einen Nagellack. Mir ist irgendwie nichts Besseres eingefallen. Aber das funktioniert echt gut und geht super schnell. Das Pulver sollte echt super fein sein. Deswegen schön klein mörsern. Und danach nehmt ihr eine Schüssel. Da gebt ihr jetzt einfach ordentlich Kleber hinzu. Ich würde mal sagen, so zwei Esslöffel ungefähr. Und dann kommt euer Kohlepulver hinzu und jetzt müsst ihr das alles gut verreiben. Mein Kleber ist jetzt weiß, es sieht jetzt am Anfang noch ein bisschen grau aus, aber wenn man gut umrührt, dann wird es richtig schön schwarz. Und wenn alles gut vermischt ist, dann kommen natürlich noch die zwei, drei Tropfen Minzöl dazu. Da müsst ihr echt aufpassen, nicht zu viel Öl dazugeben, denn dann kann es auf der Haut brennen. Also schön sparsam damit umgehen, falls ihr das mit diesem Öl machen möchtet. Und dann haben wir auch schon unsere fertige Blackhead-Maske. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt erstmal mein ganzes Gesicht mit dieser selbstgemachten Maske bearbeiten und gucken, was für ein Ergebnis daraus kommt. Und danach werden wir dann eben die fertigen Pore Stripes ausprobieren. Ihr müsst mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wenn euch diese DIYs gefallen, weil ich liebe es, so Sachen auszuprobieren. Und gebt mir mal einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass ich öfter solche verrückten Dinge teste oder so DIY-Hacks ausprobiere und so weiter und so fort. So, ich nehme jetzt diese Maske. Das ist übrigens einfach ein ganz normaler, flacher Make-up-Pinsel, mit dem ich das jetzt auftragen werde. Oh. Boah, das sieht echt krass aus, ne? Übrigens solltet ihr das nicht zu dünn auftragen, weil die ganze Maske nämlich gleich abgezogen werden muss. Also das ist eine abziehbare Maske auch, ja. Und wenn ihr das zu dünn auftragt, dann ist es eben sehr, sehr schwer, die Maske wieder von dem Gesicht abzuziehen. Boah Leute, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass drei Tropfen von diesem Minzöl schon zu viel waren. Oh, das ist ganz schön scharf. Ja, ich lasse es jetzt so lange drauf, bis es komplett getrocknet ist auf meiner Haut. Also bis es wirklich gar nicht mehr klebt und einfach komplett getrocknet ist. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauern wird. Also dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt ungefähr 5 Minuten gewartet und ihr merkt, wie ich rede. Ich kann nicht mehr richtig sprechen, weil die Maske langsam hart wird. Das geht schneller, als ich gedacht habe, weil ich habe sie echt richtig dick aufgetragen. Und in der Zeit, während ihr darauf wartet, dass die Gesichtsmaske endlich fertig ist, könnt ihr euch eigentlich einfach euer Handy schnappen, ein bisschen zurücklehnen und entspannen, vielleicht ein paar Apps zocken oder einfach Musik anmachen und einfach gute Laune haben und ein bisschen abdancen.
Aber vorsichtig, bitte nicht zu doll, denn ihr habt Kleber im Gesicht. Ich habe noch nie mal im Leben so eine harte Gesichtsmaske. Seht ihr das? Hier überall. Sieht man richtig hart, wie sich das in die Poren schon reingesaugt hat. Ich habe jetzt echt eine gute halbe Stunde gewartet. Es reicht mir jetzt. Die Maske ist auch wirklich komplett trocken. Und ich würde sagen, wir versuchen die Maske jetzt mal abzumachen und gucken, ob die abgeht. Die soll eigentlich im Ganzen abziehbar sein. Wie soll ich die denn... Leute, ich krieg die... Was? Der ekelhaft aus. Ich krieg die nie mehr in meinem ganzen Leben ab. Weißt du, bei allen sieht das immer so einfach aus und ich krieg selbst nicht hin. Ich glaube, das wird das Schmerzhafteste, was ich in meinem ganzen Leben je gemacht habe. Ich reiß einfach hier unten so ein, aua, wirklich ein Mini-Stück ab. Und da hängen schon so viele Haare drin, die reißt mir natürlich meine ganzen Haare aus dem Gesicht. Wie dumm bin ich eigentlich, Ja, 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 ja. Ja, oh mein Gott. Krieg ich's ab? Also der Anfang ist richtig schwierig zu finden. Brauch nur eine kleine Stelle. Und dann geht's wirklich gut. Ah, ah, ah! Ah, fuck. Oh, scheiße, tut das weh. Also, das Kinn habe ich schon mal befreit. Oh, das tut so weh. Oh mein Gott, ich raste gleich aus. Wirklich, ohne Scheiß. Aua. 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 Oh. Also, ich muss zugeben, die fühlt sich gerade irgendwie sehr weich an. Oh mein Gott. Oh. Meine Haut hat sich noch nie in meinem Leben so weich angefühlt. Ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, was ich euch für ein Feedback geben soll. In der Maske hängt einiges drin und meine Haut fühlt sich auch mega weich an, aber es war wirklich für mich gerade so schmerzhaft, das abzuziehen, vor allem an der Augenpartie und ehrlich gesagt habe ich auch keinen Bock mehr, die anderen Teile hier auszuprobieren, aber das werden wir natürlich auch machen, weil wir sehen wollen, was ist besser und ich muss sagen, vom Schmerz war das hier eine Milliarde mal angenehmer. Du reißt einmal dolle das Ding nachher ab und dann ist es einfach weg. Das werden wir jetzt definitiv nur im Nasenbereich anwenden, weil meine Haut kann nicht mehr. Diese Stripes sehen so aus. Ich war ganz kurz im Bad, habe meine Nase angefeuchtet. Oh Gott, okay, das klebt. Und draufpressen. Auf der Anleitung steht jetzt, ich soll 10 bis 15 Minuten warten. Das machen wir jetzt auch. Wenigstens nicht 30, 40 Minuten wie bei der anderen Maske. Und dann werden wir mal schauen, was bei der Maske so alles schief geht. So Leute, 10, 15 Minuten sind vorbei. Das Ding ist auch komplett hart. Und ich ziehe das jetzt mal ganz schnell ab. Also am besten Haut ein bisschen spannen. Und wow, okay, das kann man wenigstens mit zwei Rucken schnell abziehen. Oha, und ich muss sagen... Da kam jetzt nicht so viel raus, also das hört sich jetzt mega ekelhaft an, aber als ich das letzte Mal benutzt habe, waren hier viel mehr weiße Pünktchen von den verstopften Poren. Aber die Maske hier scheint echt einiges gebracht zu haben. Also ich kann nur sagen, mein Gesicht fühlt sich schon recht gereizt an, wahrscheinlich weil die ganzen Haare gerade rausgezogen wurden. Aber es ist mega weich, wirklich. Es ist einfach so zart und weich. Ich bin schon ein bisschen begeistert, muss ich sagen. Und ich hätte, wie gesagt, nicht gedacht, dass die doch so viel gebracht hat, auch was die Porenreinigung angeht. Von daher muss ich sagen, ich bin halb begeistert von der Wirkung und von den Schmerzen absolut gar nicht begeistert. Ihr könnt mir auch gerne mal eure Erfahrungen, die ihr mit so Blackhead-Masken habt, in die Kommentare schreiben. Und das war es eigentlich auch schon von diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr wollt, dass ich mehr verrückte DIYs teste und so Vergleiche mache und euch das Video gefallen hat, unbedingt Daumen nach oben. Und dann verlinke ich euch am Ende natürlich hier einmal auf der Seite mein Video, wo ich das abziehbare Make-up-Tattoo gemacht habe, wo auch eine kleine Kleberpanne passiert ist. Und auf der anderen Seite verlinke ich euch mein allerletztes Video. Da waren wir in Paris und es gab einen mega Ausraster auf so einer schlimmen Achterbahn. Ich bin richtig eskaliert. Hier auf der Seite dürft ihr mich natürlich mit einem Klick gerne noch kostenlos abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt und keins meiner Videos mehr verpassen wollt. Und ich sage jetzt einfach tschüss. Ich muss mich jetzt um mein Gesicht kümmern, das mal ein bisschen eincremen oder so. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich hab euch lieb. Tschüss.